feel it in my bones. I can feel it in my veins. Hands in the sky. I can feel the winds of change. You live and you learn. And I hope I've seen enough to make something right and make up for what I've. Surprised by you, want you to make my heart feel as much as I know it should. I wanna get high on you, caught by surprise by you, want you to make my heart feel as much as I know. Damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ducato-Ausbau-Folge. Leute, ihr habt es gerade im Intro gesehen, der René und ich waren richtig fleißig schon. Ich glaube, ihr habt hauptsächlich den René gesehen, denn wir haben uns mit der Sitzbank und auch dem vorderen Sitzbereich der Sitzecke eben beschäftigt. Und während der René das alles gebaut hat, wirklich in Eigenregie, wir haben also ein paar Tage parallel arbeiten können, was richtig geil und richtig produktiv war, habe ich mich um die Elektrik gekümmert. Und so kann ich zum Beispiel nun mit einem wunderbaren Lichtschalter das Licht hier im vorderen Bereich anschalten. Und dann gehe ich jetzt mal in den Van rein und ich habe hier in der Sitzbank noch weitere Schalter integriert, womit ich zum Beispiel auch das hintere Licht schalten kann. Ich kann jetzt aber auch mit diesem Vierfachlichtschalter das vordere Licht einfach wieder ausschalten. Das ist so geil. Wie das Ganze funktioniert, erkläre ich euch gleich. Jetzt wollte ich euch mal kurz hier unsere Sitzecke vorstellen. Wir haben uns nämlich Folgendes überlegt. Wir haben also hier eine Sitzbank, die ist noch nicht ganz zusammengeschraubt, aber die sieht so schön aus. Guckt euch das doch mal an. Das ist ja wie fertig, ja.
Die Überlegung war, die Sitzbank klappbar zu machen, sodass wir den Stauraum unten drunter nutzen können. Dann habe ich mir überlegt, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil entweder liegen Polster drauf oder sitzt jemand drauf, dann muss ich da unten dran und das nervt. Und was im Van irgendwie immer fehlt, ist Stauraum für eine Wasserkiste oder für generell Getränke. Und dann haben wir uns überlegt, wir machen einfach einen großen Auszug rein, den wir nach vorne bis zur Küchenzeile ausziehen können. Diese Sitzbank hat eine Breite von 65 cm, beziehungsweise sogar von 69 cm, fällt mir gerade ein. Und wir können halt hier einen richtig schönen Auszug hinmachen. Maximale Tiefe sind dann, glaube ich, 50. Und da kriegen wir auf jeden Fall mindestens mal eine Bierkiste oder auch zwei rein, indem wir sie dann so nach hinten schieben. Und genau, diesen Auszug müssen wir noch bauen. Die Frontplatte haben wir natürlich hier wieder mit den Tauchschnitten rausgeschnitten. Und so ist das schön. Genau, hier der zweite Lichtschalter ist für die Dusche. Auch da haben wir schon Licht drin, das heißt, ihr seht, das komplette Elektro-Setup funktioniert. Genau, ansonsten haben wir hier eine Erhöhung gebaut, denn das Problem ist, der Ducato hat ja hier diese Kante und wenn ich hier auf meinem tollen Sitz sitze, auf diesem wunderschönen Schälmann sitzen, dann habe ich das Problem, dass die Füße immer in der Luft baumeln. Dieses Problem ist damit hinfällig. Genau, wir haben hier ein wunderschönes Tischgestell, welches freistehend ist normalerweise. Wir haben aber hier vier Löcher reingebohrt, damit wir das Ding einfach fest installiert haben. Hier kommt da eine schöne große Tischplatte drauf, die müssen wir uns dann besorgen. Die wird quasi dieselbe Art sein wie die Arbeitsplatte auch, damit das von der Optik her passt. Genau, ansonsten haben wir hier eine Leselampe. Wir haben hier eine Leselampe, die mit Touch funktioniert. Und das ist einfach super gemütlich und super cozy. Hier oben kommt ja noch ein Hängeschrank hin, den müssen wir noch bauen. Hier unten drunter wird dann auch noch eine LED-Leiste sein, sodass wir noch mehr Licht haben. Und das ist richtig schön. Genau, das ist eigentlich soweit schon alles zu dieser Sitzgeschichte. Hier kann man auf jeden Fall bequem mit drei Leuten sitzen. Und auch hier, die Frage kam bei Insta schon auf, also auch hier auf dem Beifahrersitz kann ich easy sitzen, so, und habe die Füße auf der Ablage und die baumeln nicht in der Luft rum, so, ne? Der René saß gestern hier und meinte, er kann aber hier dann auch mit einem Fuß baumeln, was auch irgendwie chillig ist. Also rundum, denke ich, ist das auf jeden Fall eine passende und sinnvolle Möglichkeit. Bei Instagram haben schon ein paar Leute geschrieben, ey, warum habt ihr hier kein Staufach reingemacht? Ganz ehrlich, Leute, wir haben genug Stauraum hier in dem Van und hier noch eine Mini-Klappe reinzumachen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hatten wir jetzt irgendwie nicht so Bock drauf, ja, ist aber auch vollkommen okay, ehrlich gesagt. Die Basis unten drunter haben wir aus USB-Latten gebaut, weil wir einfach noch Restholz hatten. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Und gewichtstechnisch sind wir, glaube ich, eh ziemlich gut dabei durch das Queenply-Holz von Sven Bauhaus, sodass wir uns gewichtstechnisch keine Sorgen machen müssen. Ja, das soweit zum aktuellen Stand hier im vorderen Bereich. Und wir gehen jetzt mal zusammen in den hinteren Bereich und ich erkläre euch mal ein bisschen unser Elektro-Setup. Willkommen in der Heckgarage. Im letzten Video habt ihr gesehen, dass hier schon ein Bett drin war. Das haben wir natürlich alles nochmal rausgemacht, damit ich hier diesen wunderschönen, sehr, sehr cleanen Elektrokasten zusammentüdeln kann. Ich will euch mal kurz die paar Geräte erklären, die wir hier drin haben. Das Elektro-Setup fällt gar nicht so riesig aus, aber natürlich trotzdem ausreichend und zweckmäßig. Wir haben zum einen andersrum. Das Herzstück der ganzen Elektrotechnik ist das neue UFO von Tiger Expert. Upsala, der Deckel war nicht richtig fest. Das UFO von Tiger Expert ist die sogenannte Zentralelektrik. Das bedeutet, wir gehen mit Plus und Minus, also mit Plus und Masse, der zwei Hauptbatterien, die übrigens 2x120 Ampere Lithium-Ionen-Akkus sind, gehen wir auf dieses UFO. Das heißt, wir haben hier einmal plus plus, also zweimal plus plus, weil wir haben zwei Batterien, wir haben zweimal minus minus. Dann haben wir hier den Hauptschalter und den Hauptschalter, den schleust man einfach nur hier in die Masse ein. Und wenn ich jetzt hier den Hauptschalter wieder anmache, dann funktioniert auch das Licht, insofern man es dann anmacht. Genau, ansonsten hätten wir hier oben eine Verteilerschiene für die Masse. Wir haben hier unten ein bisschen kleinere Sicherungen und wir haben hier die MIDI-Sicherungen. Das Geile ist, es ist relativ groß, aber das Geile ist, ihr könnt alles an diese Zentralelektrik anschließen. Es ist so eine leichte Verkabelung. Wirklich, Leute, das erleichtert euch diesen Elektro-Einbau um 100%, würde ich sagen. Ihr müsst also nicht mit 1000 einzelnen Schienen, Plusverteilern, Masseverteilern und sowas arbeiten, sondern ihr habt alles in einem Teil. Und ich finde, ganz ehrlich, guckt euch das Ding an, ordentlicher und cleaner geht's einfach nicht. Genau, ansonsten zu den Geräten, diese beiden größeren Geräte hier. Das hier ist ein Spannungswandler, der wandelt quasi 12 Volt auf 230 Volt um. Das ist der 1812 von Dometic, hat also 1800 Watt Sinusleistung. Genau, und der
macht quasi aus 12 Volt 230 Volt. Dieses Gerät hat aber besondererweise eine Netzvorrangschaltung auch drin. Das bedeutet, wir können mit unserem Landstromanschluss, welchen ich euch auch noch mal kurz zeige gleich, können wir über den FI-Schutzschalter, also er hier, können wir Landstrom reinbringen, gehen dann in das Gerät, gehen von dem Gerät wieder zu einem weiteren FI, der dann den internen 230 Volt Schaltkreis auch nochmal absichert. Und von diesem Schaltkreis gehen wir dann zum Beispiel auf Steckdosen, Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht. Achso, und die Klimaanlage. Genau, die Klimaanlage hängt auch noch dahinter. Und das funktioniert dann natürlich alles nur, wenn der Landstrom auch ordentlich angeschlossen ist oder die Batteriekapazität es halt zulässt, dass der Konverter eben, weiß ich nicht, einen Laptop lädt oder irgendwas anderes lädt. Ne? Genau, dafür ist dieses Gerät da. Das hier ist ein BCB-Lader. Der ist quasi wie ein handelsüblicher Ladebooster sozusagen. Das bedeutet, wir haben hier Plus und Minus von der Starterbatterie und gehen mit dem gelben, das ist das D-Plus-Signal, gehen wir in diesen Lader rein und gehen aus dem Lader mit dem Pluskabel in unsere Zentralelektrik. Und während der Fahrt oder auch wenn der Landstrom angeschlossen ist, kann dieses Ladegerät die Batterien laden. Genau, der hat hier noch einen 230 Volt Anschluss, der Lader. Und der ist natürlich direkt an den FI vom Eingang eingeschlossen. Das heißt, sobald Landstrom ankommt, wird dieser Lader aktiviert. Das Gerät merkt das und dann schleust es quasi 230 Volt komplett durch und es läuft alles über den Landstromanschluss und nicht mehr über die Batterien. Ist eine ganz geile Sache, wenn man am Campingplatz steht oder so. Der Wagen grundsätzlich ist nicht auf Autarkie ausgelegt, Leute. Das heißt, wir haben keine riesenfette Solaranlage auf dem Dach und die Batterien, ich sag mal 240 Amperestunden, da kann man schon ein bisschen was mitmachen, aber es ist definitiv nicht fürs autarke Stehen gedacht. Weil die Dachfläche einfach anders genutzt werden soll. Ne? Da kommt Dachträger drauf, da kommen Frontrunner-Produkte drauf. Und deswegen haben wir hier einfach keinen Fokus auf Autarkie gelegt. Dementsprechend wichtig war eben auch dieser Landstromanschluss. Genau, hier oben haben wir dann noch einen kleinen Sicherungsverteiler, der geht auch ans UFO, weil hier können dann so kleine Mini-Verbraucher dran. Also sei es irgendwelche USB-Steckdosen, das hier zum Beispiel, das wird noch in der vorderen Platte integriert. Hier ist noch ein 230-Volt-Kabel, damit wir hier vorne auch noch 230 Volt als Steckdose haben. Genau, ansonsten ist die Wasserpumpe da dran, hier ist dieser kleine Messschand dran. Ja, der, so Sachen halt, ne? Also so Kleinigkeiten eben. Was noch eine ganz coole Geschichte ist, ist unsere Lichtsteuerung, die ich euch gerade im Video erklärt habe. Diese Lichtsteuerung sitzt hier drin und kommt von Flextronic. Flextronic ist der Felix und der hat sich zur Aufgabe gemacht, Lichtsteuerung für den Van zu entwickeln, die wirklich kinderleicht zu bedienen sind und anzuschließen sind. Ich mache mal den Deckel ab, dann könnt ihr mal gerade sehen, wie das Ding innen drin aussieht. So sieht die Steuerung von innen aus. Sieht jetzt ein bisschen wild aus, weil viele Kabel da drin sind, aber von der Theorie ist es ganz einfach. Hier in dem kleinen Bereich haben wir 5 Ausgänge. Das heißt, hier in dem Bereich kommen also die ganzen LEDs an, die wir steuern wollen. Und hier haben wir 7 Tastereingänge und wir können mit verschiedensten Tastern die LEDs steuern. Also Taster 1 geht auf Ausgang 1 und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt also mit 2 Tastern, also zum Beispiel am Bett und vorne, die LED-Leiste hier schalten möchte, dann gehe ich halt einfach mit 2 Tastern in diesen Eingang. Ich habe dann sozusagen schon direkt eine Wechselschaltung integriert und muss nicht mit irgendwelchen Relais arbeiten. Was wirklich mega, mega genial ist. Ansonsten kann ich mit dieser Steuerung auch das Licht dimmen. Das bedeutet, wenn ich jetzt lange auf den Taster drücke, dimmt das Licht. Ne? Also ich kann es quasi einschalten, einmal drauf drücken. Ich kann ausschalten, nochmal drauf drücken. Und ich kann eben das Licht dimmen. Dimmen ist dann lange drauf drücken. Ja, und wieder zurückdimmen ist nochmal lange drauf drücken. Was auch ganz geil ist, ich kann mit jedem Lichtschalter das komplette Licht ausmachen. Das bedeutet, wenn ich ein Licht ausgemacht habe und dann nochmal länger auf den Lichtschalter drücke, geht alles im Van aus. Und so ermöglicht uns das eben eine komplett flexible Schaltung. Und ich kann also echt vielseitig mit der Lichtschaltung spielen und kann auch eine sinnvolle Lichtsteuerung hier integrieren. Fand ich total gut. Und deswegen haben wir uns für diese Lösung entschieden. Für die Außenbeleuchtung, Leute, da werden wir dieses kleine Schaltpanel von Tiger Expert nehmen mit 6 Tastern, weil da müssen wir im Prinzip nur an- und ausmachen. Eine Außenbeleuchtung muss ich nicht dimmen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden. Und nicht für die Außenbeleuchtung,
und nicht für die Innenbeleuchtung, auch diese Tiger Express Schaltung. Die habe ich im Krankenwagen, aber ich kann halt das Licht nur an- und ausmachen. Ist eine ganz nette Geschichte, aber weiß ich nicht. Das hier macht schon irgendwie mehr Sinn, wenn man auch vor allen Dingen dimmen will. Genau, das ist soweit unser Setup. Wie gesagt, es funktioniert alles. Die Batterien laden. Wir haben Strom überall. 230 Volt. Wie gesagt, auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wir haben zwei FIs verbaut. Der erste ist ein bisschen unnötig, weil normalerweise der Landstrom eh abgesichert ist. Aber wir haben gesagt, wir gehen auf Nummer sicher. Wir haben uns Gedanken gemacht und haben gesagt, ey, ganz ehrlich, wenn das Ding irgendwo steht und irgendwas ist, ich will nicht, dass, also es müssen viele Faktoren auftreten, damit die FIs überhaupt auslösen, aber ich will kein Risiko eingehen und deswegen ist sowohl der Strom, der reinkommt, abgesichert, als auch der Strom, der innen verteilt wird, nochmal abgesichert und der fliegt, egal was für dumme Zufälle passieren. Das heißt, eine gewischt kriegen ist quasi plus minus gar nicht möglich. Yo, das soweit zur Elektrik, genau. Das heißt, es ist eigentlich alles fertig. Ich muss noch zwei, drei Leitungen legen und dann war es das eigentlich. Hier seht ihr schon LED-Stripe rumbaumeln. Unter die Hängeschränke kommen ja so 30 Grad Winkel-Alu-Schienen in schwarz mit einer Plexiglas-Schiene. Das mache ich jetzt nochmal in einer ruhigen Minute, dass diese LED-Beleuchtung hier auch funktioniert. Leute, und dann ist das Elektro-Setup zu 100% abgeschlossen. Ehrlich gesagt. Ja, genau. Und dann können wir das hier alles wieder zuschrauben. Hier kommt dann noch eine Trennplatte davor, dass ich hier alles bedienen kann. Aber das wollte ich erstmal weglassen, bis das alles installiert ist. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Wenn ihr Fragen zu dem Setup habt, zu den Produkten oder irgendwas, haut es gerne mal in die Kommentare. Ich kann jetzt nicht mehr so ganz detailliert darauf eingehen und dieses ganze Verkabeln habe ich euch auch nicht gezeigt, weil das waren jetzt zwei Tage Vollgas, nur Kabel, 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 Kabel. Und ja, das ist im Video, glaube ich, ein bisschen langweilig. Genau. Also bei Fragen ab in die Kommentare. Und wir werden die Bude jetzt anheben und werden den Abwassertank montieren. Leute, wir haben auch ein neues Werkzeug. Hä, wo ist er? Ach, da hinten. Wir haben uns nämlich endlich mal so einen Faulenzer bestellt. Da dieses rote Ding, damit wir nicht wie in dem vorangehenden Video mit Wagen hier, mit Hubwagen und so arbeiten müssen, mit 1000 Sachen drauf, sondern dass wir, wenn wir unterm Auto arbeiten, auch ordentlich arbeiten können. Und jetzt guckt mal, so sieht der Wassertank aus. Das ist das gute Stück. Wir haben den Wassertank mit Gewindebolzen, also mit Gewindestangen in der Karosserie verschraubt. Wir haben dafür Einigmuttern eingesetzt, haben dann einen Halter gebaut. Den habe ich sogar selber geschweißt, zumindest mal hier den Gegenhalter, dass der Tank nicht gegen den Auspuff rutschen kann. Ja, hier ist relativ wenig Platz, aber ich bin der Meinung, dass der Auspuff zwar warm wird, aber er lange nicht so heiß wird, dass er den Tank hier kaputt macht. Nichtsdestotrotz, Safety First, ist halt dieser Abstandshalter und der Tank ist wirklich bombenfest. Da wird sich nichts mehr bewegen. Genau, ansonsten haben wir jetzt zwei Einlässe reingemacht. Habt ihr im Zeitraffer vielleicht gesehen? Einmal für die Dusche. Könnt ihr das da erkennen? Genau, das da ist der Duschauslass und wir haben hier quasi so eine Art Siphon gebaut. Ja, das Rohr geht halt einmal in der Biegung nach unten und geht dann wieder nach oben in den Wassertank rein. Außerdem haben wir das Ablassventil hier entsprechend angeschlossen mit einem Kabel, welches wir dann von vorne aus bedienen können. Wenn das dann funktioniert, zeigen wir euch natürlich auch, wie das funktioniert. Genau, ja, ansonsten haben wir hier noch den Auslass für den Frischwassertank. Der sitzt hier unten drunter. Das bedeutet, wenn wir den Tank leeren wollen, können wir einfach hier den Hebel aufmachen. Das passt auch ziemlich gut gerade so da rein. Und dann können wir das Wasser rauslaufen lassen. Das ist nämlich der niedrigste Punkt im Tank. Ja, und dann können wir das Ding einfach wieder verschließen. Und so kann auch kein Wasser durchkommen. Yo, das heißt, eigentlich ist die Wassertankinstallation jetzt vollständig erledigt. Frischwasser ist angeschlossen.
Der Tank unterm Auto ist angeschlossen. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist die Spüle, also die Küche quasi anschließen. Das machen wir dann aber, wenn die Küchenzeile gebaut wird, in einem der nächsten Videos. Wenn ihr euch jetzt fragt, ist der Tank denn überhaupt winterfest? In diesem Zustand ist der Tank nicht winterfest. Das ist aber auch gar nicht unsere Priorität, weil wir gar nicht wissen, ob der Van überhaupt im Winter gefahren wird. Wichtig ist, dass die Karre fertig wird und dass der dann auf den nächsten Messen, wie zum Beispiel der ISPO oder der Abenteuer Allrad, stehen kann. Abenteuer Allrad übrigens, könnt ihr euch mal merken, 15. bis 18. oder 19. irgendwie sowas in Bad Kissingen. René und ich sind vor Ort mit dem Ducato und werden euch Rede und Antwort stehen auf alle eure Fragen zu dem Projekt. Also wenn ihr Bock habt, kommt da auf jeden Fall vorbei. Und wir, was machen wir jetzt? Ja. Wir räumen jetzt ein bisschen auf. Wir räumen jetzt ein bisschen auf und dann geht's an die Gasinstallation. Jo. Das werden wir jetzt gleich mal auschecken, wie, was, wo, weil das ist auch noch so eine Sache. Wir müssen das Gas installieren und dann müssen wir das natürlich auch prüfen lassen. Und am 24., Freunde, habe ich gerade einen TÜV-Termin gemacht für die Wohnmobileintragung, damit wir mal so ein bisschen Pressure hier reinbringen. Ein bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Genau, also wir räumen hier kurz auf, dann fahren wir die Karre runter und ich glaube, der nächste Schritt ist Gasinstallation. Okay, Freunde, es war ja jetzt ziemlich viel Theorieteil, deswegen will ich euch jetzt gar nicht mehr so lange zuschwafeln. Aber schaut mal, was wir gebaut haben. Ich habe es jetzt nicht mehr im Zeitraffer gehalten, weil ey, wir haben so Stress tatsächlich und müssen hier an allen Fronten irgendwie kämpfen. Und ja, im Hintergrund gewittert, ich hoffe, das tut dem Ton keinen Abbruch. Die Heckgarage ist somit fertiggestellt. Ich habe hier die Seitenwände verkleidet oder beziehungsweise die Fronten verkleidet. Wir haben hier einen 12-Volt-Zigarettenanzünder, wo wir dann später mit unserem Solarfeld drauf können. Übrigens, die Solarplatte, die mobile, die sieht so aus. Und die Grundidee war es, dass wir die hier reinschieben können. Und dann liegt die hier einfach drin. Und wenn ihr dann, oder wenn Mann oder ich oder wer auch immer, dann das Ding rauspackt, hat hier Büttner irgendwie so einen Solarsteckeradapter. Und das Ding wird einfach nur in den Zigarettenanzünder reingesteckt und dann kann das Solarpanel von draußen irgendwo in der Sonne positioniert werden, was ich ziemlich smart finde irgendwie. Ich bin mal gespannt, ob das auch funktioniert. Ja, ansonsten haben wir hier noch eine kleine 230 Volt Steckdose eingebaut, extra mit einer Klappe auch, damit das ein bisschen wassergeschützt ist. Genau, hier ist auch schön verkleidet, bildet auf jeden Fall einen super Abschluss. So, was fällt euch auf? Das Bettgestell ist toll, aber wir haben keine Matratze. Das ändern wir, denn wir haben heute Post bekommen. Einen Moment. Wir haben nämlich... Oh, Alter, warum, wie kann eine Matratze so schwer sein? Von meinem langjährigen Partner, der uns schon bei unserem ersten, Crafter-Projekt unterstützt hat. Schaumstoff Wegerich, myschaumstoff.de. Von denen haben wir natürlich auch wieder Matratzen bekommen. Und ganz ehrlich, Leute, heute ist Freitag, ne? Jo. Das Zeug kam gar nicht heute, sondern gestern. Also es war unter einer Woche hier. Und rein theoretisch ist es bei Schaumstoff Wegerich sogar so, dass ihr mit eurem Camper, wenn ihr eine neue Matratze haben wollt, dahin fahren könnt und die euch einen 24-Stunden-Service anbieten. Ich habe das sowieso unten verlinkt. Es gibt auch einen Rabattcode, 10%, glaube ich, auf den ganzen Kram. Könnt ihr gerne mal reinschauen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob unsere Zeichnung, die wir den Jungs und Mädels geschickt haben, auch passt. Jo, oh. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich habe gerade ein bisschen verwundert geguckt, weil eigentlich haben wir auch Sitzpolster mitbestellt. Ah, die sind da drin. Die werden immer in so einer Vakuumpackung geliefert. Das ist wie so eine Bombe jetzt. Oh no. Ey, wollen wir die einfach direkt da reinlegen? Können wir machen, ja. Guck mal, hier ist es so mit den Ecken angewinkelt. Wollen wir die einfach da reinlegen? Jung. Oh Mann. Hehehehe
Geil! Geiler Moment. Ich kann nicht mehr. Ich bin viel zu anstrengend. El Poltero. Und El Sitzpolstero angeschrägt mit Maßbezügen, was auch richtig geil ist. Ey, musst dir mal überlegen, in den paar Tagen haben die das zugeschnitten und haben die die Bezüge maßgenäht. Das ist schon krass, ja. Also das finde ich schon richtig gut. Ja. Ja, so, das kommt auch mal da rein. Das legen wir gleich auf die Sitzbank. Mann, wie kriegen wir das denn jetzt da weg? Ich will nicht eingepackt lassen. Muss halt nochmal raus, ne? Ach so, ja, aber... Oh, geil! Oh, Alter! Ich kann einfach quer hier drinnen liegen. Und es ist einfach perfekt. So, stellt euch den René hier noch so vor. Das ist doch... So. Nee, aber das ist doch geil. Und es passt. Plus, minus. Ach doch. Doch, das passt. Das passt sogar ziemlich gut. Wir wollen nämlich, theoretisch hatten wir eigentlich überlegt, ob wir hier noch einen irgendwas davor machen. Aber müssen wir jetzt noch mal überlegen, sag ich mal. Ja, Hammer. Hammer! Okay, jetzt springen wir noch mal schnell nach vorne in unsere Sitzbank, die der René so toll gebaut hat. Und gucken mal, ob die Polster da auch passen. Weil die Maße habe ich nämlich mit Maike genommen. Da hat der René nichts mit zu tun. Ich hoffe, ich habe es nicht verkackt. Besser ist. Das, was wir hier gebaut haben übrigens, seht ihr im nächsten Video. Also guckt mal kurz weg. Ich muss das mal kurz hier weglegen. Jawohl. Ah, nee, warte mal. So. Das ist, würde ich sagen, Komfort sein Vater. Oh. Also, ich sag mal so, ich habe jetzt schon auf bequemeren Sachen gesessen, aber ich habe jetzt halt auch schon echt auf unbequemeren Sachen gesessen und so ist das schon echt okay. Da müssen wir vielleicht dann noch irgendwas Anti-Rutsch-mäßiges hinmachen, dass die nicht abhauen. Klett oder so. Klett. Irgendwie so, ja. Ja, und damit, liebe Freunde, ist dann dieses Video auch tatsächlich abgeschlossen. Wir haben tatsächlich parallel dazu extrem viel gemacht. Wir haben hier eine fertige Küchenzeile ohne Schubladen. Die komplette Gasinstallation haben wir gemacht, aber wie wir das gemacht haben, zeigen wir euch dann im nächsten Video, weil das einfach jetzt zu viel wird für dieses Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Erklärung von dem ganzen Kram. Wenn ihr Fragen dazu habt, haut es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Ich beantworte euch die gerne und ja, könnt euch auf das nächste Video freuen. Das, was ihr jetzt hier hoffentlich gerade nicht seht, ist ziemlich geil geworden. Ist nur ein bisschen angeteasert an der Ecke. Nur ein bisschen angeteasert, sehr gut. Ey, wirklich, das ist richtig schick geworden. Ja, in diesem Sinne, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann abonniert auf jeden Fall mal den Kanal. Wir sind in der Fertigstellung, wir haben noch 1,5 Wochen, da muss die Kiste auf die erste Messe. Also, da wird noch ziemlich viel passieren. Auch oben auf dem Dach geht es die Tage weiter. Also seid gespannt, abonniert den Kanal. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich lege mich jetzt ins Bett und gehe eine Runde pennen. Bis Danny. Halt, tschüss mit Ö, bis zum nächsten Mal.